Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ganz herzlich grüße ich Sie und euch heute zu unserem digitalen Gottesdienst am 27. Oktober hier vor unserer schönen Odenbüller St. Vinzenzkirche auf Nordstrand. Schön, dass Sie und ihr auch heute mit dabei seid. Ein großer Dank geht vorweg an Maurice Antoine Croissant für das wunderbare Klaviervorspiel. Es ist eine Vertonung des Chorals »Ein feste Burg ist unser Gott« aus der Feder von Peter Hamburger. Herzlichen Dank dafür. Es geht heute um Versöhnung und Vergebung. So heißt es im Wochenspruch für diese Woche, bei dir ist Vergebung, dass man dir mit Ehrfurcht begegne. Lasst uns in dieser Zuversicht diesen Gottesdienst feiern, im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mir von dir bewohnt.
Wir hören Worte aus Psalm 19. Die Himmel erzählen von Gottes Herrlichkeit. Das Sternzelt verkündet das Werk seiner Hände. Ein Tag ruft es dem anderen zu. Eine Nacht teilt ihr Wissen der Nächsten mit. Ohne Sprache und ohne Worte geschieht das. Was sie einander sagen, hört man nicht. Doch ihre Botschaft geht hinaus in alle Länder bis an das Ende der Welt. Dort hat Gott für die Sonne ein Zelt aufgestellt. Strahlend schön tritt sie aus ihrem Zelt hervor wie ein junger Bräutigam. Wie ein Sieger freut sie sich darauf, ihre Bahn über den Himmel zu ziehen. An einem Ende des Himmels geht sie auf und läuft hinüber bis an das andere Ende. Nichts bleibt von ihrer Wärme verborgen. Die Weisungen Gottes sind zuverlässig. Sie schenken neue Kraft zum Leben. Sie geben den Unerfahrenen Orientierung. Sie erfüllen das Herz mit Freude und lassen die Augen leuchten. Sonne, Mond und Sterne, Wellen, Meer und Sand sind Zeugen seiner Herrlichkeit, seiner Schöpferhand. Jeder kleine Kieselstein, jeder Tropfen Tau preist Gottes Größe und Macht. Lasst uns loben unseren Gott. Wir hören Worte aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 18. Jesus sagt: Was auch immer zwei von euch auf Erden einmütig erbitten, das werden sie von meinem himmlischen Vater erhalten. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Da trat Petrus zu ihm und fragte: Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er gegen mich sündigt? Ist's genug siebenmal? Jesus sprach zu ihm: Ich sage dir, nicht siebenmal, sondern 70-mal siebenmal. Unser Gast, unser Gast, unser Gast, unser Gast.
Und nun bekennen wir unseren christlichen Glauben mit den Worten des Glaubensbekenntnisses. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, stellen Sie sich eine Szene vor gut 100 Jahren mitten in Berlin vor. Ein kleiner Steppke fragt eine feine Dame nach dem Kurfürstendamm. Und die vornehme Frau, sie blickt den kleinen Jungen von oben herab durchdringend an und sagt: Junge, wenn du mich etwas fragst, nimm erstmal die Hände aus der Tasche, zieh die Mütze vom Kopf, putz dir die Nase und dann sage: Gnädige Frau, zu mir. Darauf antwortet der Junge: Det ist mir viel zu viele, da verlof ich mir lieber. Tja, liebe Gemeinde, da kapituliert einer, weil ihn die Ansprüche und die Erwartungen komplett überfordern. So ging es wohl auch einigen Gemeindegliedern in der ersten christlichen Gemeinde in Rom. Da gab es ganz viel Uneinigkeit über das angemessene Verhalten im Gottesdienst und einigen wurde dies viele Gerede viel zu viel. In unserem heutigen Predigtext aus dem Römerbrief im 12. Kapitel, da ermutigt Paulus die Gemeinde in Rom und er macht deutlich: Gott möchte uns nicht überfordern. Sein Blick erreicht uns nicht von oben nach unten, sondern er kommt uns doch in Jesus Christus auf Augenhöhe entgegen. Und er lädt uns ganz ohne Vorbedingungen ein. Und zur Stärkung der Gemeinde fasst Paulus es so zusammen: Eure Liebe sei ohne Falsch. Hasst das Böse und hängt dem Guten an. Die geschwisterliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor.
Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt, seid brennend im Geist. Dient dem Herrn, seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal und haltet an am Gebet. Liebe Gemeinde, ich glaube, aus diesem Text wird deutlich, dass zwei Dinge im Leben ganz wichtig sind. Das eine ist die Liebe und das andere die Leidenschaft. Das erste ist die Liebe. Paulus spricht von der ungeheuchelten Liebe. Die Liebe, schreibt er, sei ohne Falsch. Wir sind ja in unseren Gottesdienstgemeinden sehr verschiedene Menschen. Und wir haben nicht zueinander gefunden, weil wir alle auf der gleichen Wellenlänge sind. Was uns verbindet, ist der eine Herr Jesus Christus. Vor diesem Hintergrund spüren wir die Herausforderung, eure Liebe sei ohne Heuchelei. Es ist eben mehr als seid nett zueinander. Ungeheuchelte Liebe, die bekennt Farbe. Sie bezieht Stellung und wahre Liebe ist kein Gemauschel. Sie nennt Dinge beim Namen. Wo wir ehrlich miteinander werden, auch in der Unzulänglichkeit unserer Liebe, da hört die Heuchelei auf. Wenn wir aufhören, faule Kompromisse zu schließen und Unrecht zu verschweigen, da beginnt eine neue Chance. Eine Chance für die bedingungslose, ungeheuchelte Liebe. Und sie wird das eigene und auch das Leben der anderen bereichern. Und das zweite ist die Leidenschaft. Die Leidenschaft in Geist und Gebet. Gott möchte, dass wir aus Leidenschaft heraus handeln. Und diese Leidenschaft kommt nicht aus unserer eigenen Kraft heraus. Denn sonst müssten wir schnell kapitulieren und ebenso bekennen, das ist mir viel zu viele. Nein, Paulus kennt die Gemeinde in Rom und er ermuntert sie, seid brennend im Geist. Denn das ist die Leidenschaft, die Gottes Geist in uns entfacht. Leidenschaft ist also die Sache des Heiligen Geistes. Wir können uns von ihm leiten lassen, wenn Paulus schreibt, alles, was mich ausmacht, was mich glücklich macht und wie auch das, was mich bedrückt, darf ich hineinnehmen in das Gebet. In solcher Gebetsgemeinschaft schenkt uns Gottes Geist neue Leidenschaft für Jesus und für seine Gemeinde. Und er will in uns wirken. Unser Glaube soll eben nicht nur Kopfsache sein, sondern Hand und Fuß haben. Diese Erfahrung, liebe Gemeinde, die wünsche ich uns allen von Herzen. Amen.
Und der Gemeinde ist noch Folgendes bekannt zu geben. Ein herzliches Dankeschön an alle, die auch an diesem Gottesdienst mitgewirkt haben. Ein besonderer Dank, der geht wie immer auch an Bjarne, Lennart, Christian und Oliver. Danke für eure tolle Unterstützung. Die sonntäglichen Digitalgottesdienste immer sonntags ab 8 Uhr, die wird es auch weiterhin geben. Und ich lade schon jetzt herzlich ein zu unseren öffentlichen Gottesdiensten. Der nächste ist am Reformationstag, also am 31. hier in unserer schönen Kirche um 9.30 Uhr mit Pastor Martin Hansen und musikalischer Unterstützung von Hans-Peter Peiroth und Musikern aus Bayern und hier aus Nordfriesland. Und dann zu unserem Sonntagsgottesdienst um 9.30 Uhr mit Pastor Thomas Baum. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Und nun freuen wir uns auf Rätselfragen rund um die Bibel mit Fenja und Luca. Rätselfragen rund um die Bibel. Was ist Esra wichtig? Gottesdienst im Tempel, Tassen ohne Henkel, Schriftrolle mit Stempel. Die richtige Antwort ist Gottesdienst im Tempel. Was erlässt Nehemia den Arm? Zahlung für Nahrung, Schuldzinsen, alle Schulden. Die richtige Antwort lautet alle Schulden. Wie wird Andronikus von Paulus genannt? Faulenzer, Apostel, Besserwisser. Die richtige Antwort ist Apostel. Was ist Machpella? Feld mit Höhle, Behälter für Öle, Lager mit Mühle. Die richtige Antwort lautet Feld mit Höhle. Wie heißt Aarons Schwester? Magdalena, Martha, Miriam. Die richtige Antwort ist Miriam. Was erstaunt Jesus beim Hauptmann? Reichtum, Unwissen, Glauben. Die richtige Antwort lautet Glauben. Wer ruft die Stämme Israel zusammen? Abraham, Mose, Josua. Die richtige Antwort ist Josua. Und nun denken wir an unsere Lieben in der Nähe und in der Ferne und alles, was wir Gott in der Stille sagen wollen, bringen wir in einem stillen Gebet vor ihn.
Danke Gott, dass du Gebete hörst. Amen. Und gemeinsam beten wir das Vaterunser mit den Worten, die Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir hören auf die irischen Segenswünsche. Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. Der Herr sei neben dir, um dich zu schützen. Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren. Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen. Der Herr sei in dir, um dich zu trösten. Der Herr sei über dir, um dich zu segnen. So segne dich der gütige Gott. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Und nun freuen wir uns auf ein ganz besonderes musikalisches Schlussstück. Wir hören einen Ausschnitt aus dem schönen Stück Concertino aus der Feder von Cécile Caminade. Gespielt von Maren Salborn auf der Flöte und Hans-Peter Peyroth auf dem Klavier. Ganz herzlichen Dank. Und liebe Grüße nach München.